Ich heiße Damian Smudzinski, bin 42 Jahre alt und wohne in Rottachigern am Tegernsee. Damian ist eine Ausnahmeerscheinung. Als junger Mann feiert er in Polen sportliche Erfolge. Dann zwingt eine rheumatische Erkrankung ihn, sein Leben komplett zu ändern. Er gibt den Sport vorerst auf und zieht nach Deutschland, wo er sich eine klare Diagnose und bessere Therapiemöglichkeiten erhofft. Ich war ja immer wieder verletzt. Keiner hat damals gewusst, ja, woran das liegt. Ja. Die haben ja verschiedene Gründe dafür gesehen, dass der Körper kann sich nicht weiterentwickeln. Ich habe auch alles versucht, hier auch am Tegernsee. Ich war hier beten in Kirche jeden Tag. Ich war bei einer Kräuterhexe dort in Miesbach. Die hat gesagt, ja, hier hast du ja so ein Murmeltierfett, ja, oder sowas, musst du da anreiben, ja, 20 Euro. Das ist, ja, und die hat ja so Zauberei gemacht, ja, und hat gesagt, ja, das wird helfen. Aber die Rheuma wurde erst, ja, 2003 in Oberammergau diagnostiziert. Seine Erkrankung ist nicht heilbar. Die Beschwerden können aber einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden. Und Damian ist ein Kämpfer. 2008 nimmt er am Comrades Ultramarathon in Südafrika teil und bezwingt die 92 Kilometer lange Strecke. Es ist einer von vielen Siegen über seine Krankheit. Ich musste viel überwinden, dass ich ja wieder von Null auf die Form komme. Wenn ich ja schon mich vorbereite für einen Wettkampf, das sind ja über 100 Kilometer pro Woche. Das Wichtigste in Damians Leben ist allerdings schon lange nicht mehr der Sport. Ich bin verheiratet, seit 2006 habe ich ja zwei Kinder. Meinen Kindern ist es egal, ob der Papa wird durch Jahrzehnte oder der wird ja auf hunderte Platz landen, denen ist das egal. Ich habe kein Lebensmotto oder keine Philosophie. Man muss nur immer wieder aufstehen, aufstehen und aufstehen. Man darf nicht aufgeben. Man muss ja versuchen, alles, um auf dem Weg zu bleiben. Und man muss das nur alles überwinden oder versuchen, das alles überwinden, ja. Und dann klappt es ja. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.